Es hatte jemand gesagt, beim Kraftfahrzeug könnte die Batterie ganz hohe Ströme liefern, aber nur unterstützt durch die Zündspule. Da ist nichts dran, das geht nicht. Was ist eine Zündspule? Das ist ein ganz einfacher Transformator. Leute, guckt hier auf die Links. Ich werde hier oben links immer anbringen. Da erscheint so ein i, beziehungsweise hier der ganze Teaser. Da kann man dann sehen, wie ein Transformator funktioniert. Und so einfach, wie ich den so aufgebaut habe, also sprich der Urschleim des Transformators, wie der wirklich funktioniert, so funktioniert auch die Zündspule. Der Primärstromkreis, ja, der wird bei der Bordspannung eines PKWs mit 12 Volt letzten Endes betrieben. Und das ist nichts weiter als ein Primärstromkreis, ist ein einfacher sogenannter Unterbrecher. Das ist ein Schalter. Der wird betätigt und zwar vom Motor. Der Motor hat verschiedene Wellen und auf einer Welle ist ein Nocken angebracht. Und der Nocken, das ist so ein eiförmiges, schleifendes Teil. Das bewegt immer den Schalter auf und wenn dieses Ei hier weitergedreht ist, dann ist der Schalter wieder zu. Und immer beim Aufmachen bricht die Spannung letzten Endes hier im Stromkreis, im Primärstromkreis zusammen. Wenn der Stromkreis allerdings geschlossen ist, hat sich hier ein Magnetfeld aufgebaut. Und wir wissen ja, sobald sich die Stärke eines Magnetfeldes, welches einen Leiter durchsetzt, nämlich hier in diesem Fall die Sekundärspule, natürlich auch die Primärspule, wenn die sich ändert, die Stärke des Magnetfeldes, also auch beim Zusammenbrechen, ne, da ändert sich die Stärke von voll auf nichts mehr, auf null, dann wird eine Spannung induziert. Ja, und jetzt wissen wir alle ein besonderes Übersetzungsverhältnis, also wenig Windungen mit 12 Volt, viele, viele Windungen ergeben dann 15.000 bis 30.000 Volt. Das sind anders gesagt 15 Kilovolt. Damit wird übrigens auch eine E-Lok angetrieben, also mit solchen Spannungen. 15 Kilovolt, ne? Bloß mal nebenbei gesagt. Die Zündspule selber sieht nicht aus wie so ein klassischer Transformator, also hier so ein Eisenkern mit Primär- und Sekundärspule, sondern hier wurde alles, um auch letztendlich Platz zu sparen, wurde alles auf einen Eisenkern gewickelt. Dann hat man, das ist so ein Topf oder länglicher Zylinder und in diesem Zylinder ist ein Eisenkern, darauf ist die blaue Primärspule, die kommt an der Klemme 15, so nannte man es damals raus, und an der Klemme 1 und die rote ist jetzt die Sekundärspule, ne, die mit den hohen Spannungen und die wird gemeinsam mit an Masse geschlossen. Wenn ich dieses Zeichen so darstelle, heißt das Masse. Und die PKW-Masse, letzten Endes das Chassis, also die Karosserie, die leitet ja auch. Da hat man sich einen Haufen Draht gespart. Also beide sind auf Masse gelegt, der eine auf 12 Volt und an der anderen Seite kommen 15.000 bis 30.000 Volt raus. Mehr ist das nicht. Eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Gut, liebe Leute, jetzt müssten jetzt zum Schluss noch ein paar Links erscheinen und ich sag mal, mehr muss man jetzt dazu nicht erklären. Reicht aus. Ich lasse jetzt auch irgendwelche Kondensatoren, die hier noch liegen und so weiter. Das lasse ich jetzt erstmal alles weg. Das ist das Prinzip. Ich wünsche euch viel Freude beim Verstehen. Deswegen mache ich die Videos ja. Also, macht's gut. Tschüss.